Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ich finde es immer krass, wie viel höher die Musik hier ist als in Forbidden West. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Seid ihr auch alle? Mein Name ist Sakura. Ich habe hier einen wunderschönen kleinen Co-Host wieder im Start, weil sie es doch mal entschieden haben, nach dem Home-Stream nach spazieren gehen, zu mir zu kommen. Das hier ist Uriel. Uriel ist immer noch ein bisschen verschnupft. Liebt man vielleicht auch nicht. Aber falls ihr niest oder so, denkt bitte nicht, dass ich nicht weiß, dass meine Katze ein bisschen krank ist. Ich habe hier sogar ein Inhalationsgerät keinen Meter von mir weggestellt. Weil es ist so ein... Ja, hier ist ein... Irgendwas mit Boy am Ende auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall sehr wild. Meine Eltern hatten so ein Ding noch. Ich wusste, dass wir sowas haben. Und ich dachte mir so, gut, wenn mir das von der Ärztin empfohlen wird, dann nehmen wir das doch einfach mal mit. So. Des Weiteren hat sich nicht viel geändert. Am Freitag wird einer abgeholt. Das heißt, müssen wir dann mal schauen, wie das mit dem Psycho funktioniert. Tut mir leid, jetzt kommst du wegen mir die ganze Zeit gegen das Kabel, ne? Ihr seht hier unten das quasi, ne? Die direkte Verbindung hier zum Mikrofonarm. Übrigens das Fiepen, ne? Ich habe das wirklich nur noch in den Beauties. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich habe wirklich jetzt verschiedene Sachen probiert, verschiedene Sachen geschaut. Nur in den VODs habe ich diese Fiepgeräusche. In den Aufnahmen treten sie weniger heftig auf. Aber egal, was ich probiere, bei Adobe, ich habe die ganze Zeit auch leider, wie sagt man? Ich gehe mal ganz kurz ins Menü. Ich habe die ganze Zeit so... Ja, immer noch so, wenn ich spreche, halt hohe Fiepgeräusche. Und das, was ich vermutet habe, woran es liegt, ne, dass es vielleicht zu nah am Kabel ist, ist einfach statisch irgendwie aufgeladen, ist es definitiv nicht. Ich gucke mir jetzt gerade noch mal ganz kurz... Ich weiß nicht, der Kleine will, glaube ich, auf meinen Schoß springen. Wird sie hochkommen? Er guckt sehr kritisch. Ich rolle mal ganz kurz eventuell aus dem Bild, weil ich mir ganz kurz mein Interface mal angucke. Upsala. Funktioniert. Okay, ich wollte nicht über die Katze ran. Ich wundere mich gerade ganz kurz, dass das Greenscreen-Teil hier nicht dabei ist. Mal ganz kurz den Filter ändern. Sieht man da von mir noch was? Das ist ein bisschen durchsichtig, ne? Wenn ich das so lasse, Moment. Anna! Wundert euch nicht, der Hund ist immer noch ein bisschen schockiert, weil andere Menschen sind. Okay, da war die Katze weg, denn es wird in der Küche und die andere kommt. Okay, da habt ihr dann auch Spot. Weil in der Küche irgendwas gemacht wird, was interessant sein könnte. Magst du dich den Leuten zeigen? Guck mal, Schatz, da. Riesiges Katzengesicht. Das ist der Content Room. Nicht, weil wir irgendwo im Game zocken. Also ich hoffe, ihr erwartet keine Professionalität von mir. So, jetzt sitzt er auf meiner anderen Seite. Da seht ihr ihn leider nicht mehr. Nicht so schlimm, kein Problem. Ich werde das immer mal wieder einblenden, wenn halt ne, die Aufnahmeschuss einigermaßen in Position sind. Ihr wisst Bescheid, damit das nicht zu sehr ablenkt, was es jetzt eh schon getan hat. So. Ich lausche ganz kurz darauf, ob die Kleine
sich einkriegt oder nicht. Wir werden ein bisschen gestört. Das geht gut. So. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere letzte Aufgabe war. Achso, ich wollte noch was zu den Aufnahmen sagen. Ich habe ein Programm ausprobiert, das jetzt gelauncht ist vor ein paar Tagen. Es nennt sich Unsqueeze. Es ist dafür da, dass man Spiele, nee, nicht Spiele, Videos und Aufnahmen in meinem Fall in einer höheren Rate quasi upscalen lassen kann, ohne dass die Details verloren gehen und dass die Qualität halt hochgeht. Sagen wir mal so, es hat funktioniert. Ich habe es mit einer Folge von Mirage getestet. Ich werde die auch hochladen. Ich werde euch aber nicht sagen, welche Folge das ist. Ne? Jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt während dieser Aufnahme, wir haben den 31. Januar, einen Mittwoch. Ich guck mal ganz kurz in mein YouTube rein. YouTube. Ins Studio. Und sage euch, welche Folge von Mirage gerade online ist. Und das ist Folge 39. Die ist am 29. online gegangen. Und heute geht Folge 40 online. So, die sind es also nicht, aber danach eine Folge. Ich will einfach von euch wissen, ob ihr einen so wirklich großen Unterschied merkt. Weil ich weiß noch nicht mal, ob ich mir einbilde oder nicht. Und ich habe jetzt auch nochmal mit Horizon, ne, ich habe den Stream halt hochgeladen. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich das wirklich so machen will, dass ich die Streams parallel aufnehme. Ich nehme jetzt gerade nicht parallel auf. Ja, wie soll ich sagen? Ich nehme sie auf, ich schneide vorne und hinten was ab, ich exportiere sie, was nicht so lange an meinem Mac dauert. Aber das Hochladen auf YouTube dauert fast einen Tag. Das liegt nicht an unserer Internetverbindung. Ich glaube, das liegt wirklich an YouTube, weil unser Internet ist so wie immer. Aber ja, es lässt sich einfach nicht leugnen, dass da halt ein Unterschied ist. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, dass, wenn ich das so machen sollte, auf Twitch ich nicht am selben Tag noch das hochladen kann, was wir im Stream gemacht haben. Wenn euch das mit einem Tag Verzögerung egal ist, ist das für mich okay. Das ist kein Problem. Wenn euch das zu doof ist, kann ich das auch verstehen. Ich muss mal ganz kurz sehen. Schreibt schon was. Was ist los, Schatzi? Hm? Nein, wir gehen nicht auf den Tisch. Es ist so heftig, weil er ist jetzt so groß wie Uriel war, als wir die beiden abgeholt haben. Nee, kannst du den Kopf bitte nicht ins Kabel schieben. Wir hatten gestern so eine Lieferandotüte, haben wir einfach geworfen ins Wohnzimmer. Und der Große hat es natürlich prompt geschafft, seinen Kopf in diesem Henkel, in diesem Traggriff verstecken zu lassen. Und die Tüte ist ihm gefolgt. Er war noch nicht in diesem Modus, dass er es richtig realisiert hatte und verängstigt war, weil die Tüte ihm folgt. Aber ich habe dann die Henkel abgerissen. Sag mal, wie schaffst du es, deine... Warum sind deine Ohren nass? Ja, weißt du auch nicht. Okay. Keine Ahnung, was du getan hast. Du wüsstest vielleicht, was du im Bad. Man weiß es nicht. So, aber so viel zu dem Thema Schneiden, Aufnehmen und so. Wenn ihr da Infos habt, tell me. Achso, ich habe meine Facecam ein bisschen verschoben. Ich weiß nicht, ob die Facecam jetzt für euch zu groß ist, zu klein ist. Zu weit rechts, zu weit links, wie gesagt. Jede Kleinigkeit könnt ihr gerne anmerken. So. Ihr glaubt halt nicht, wie viele Sachen einem auch nicht auffallen, auch wenn man die ganze Zeit sich mit Sachen beschäftigt. Hi, Baby. Hallo. Nein, nicht gegen das Mikrofon. Können wir das Mikrofon da lassen? Ist das okay? Dankeschön. Erinnert mich jetzt mit seinem Po an, wie war das nochmal? You just wanna have a Zoom meeting, but your cat wants to start an OnlyFans account. Nicht gegen den Mikrofon an. Danke. Ich packe jetzt mal den Controller auf den Kopf, ja? Ist das besser? Boop. Ich könnte auch Katzenstream machen einfach. So. Ich wollte Dinge tun. Wir wollten beim letzten Mal Dinge tun. Wir haben das Set für die Scherben uns gegönnt, man sieht es.
Ich bin immer noch nicht sicher, ob wir das behalten werden oder nicht. Wir haben neben den Scherben beim letzten Mal angefangen, uns ein bisschen die Stadt, ja, abzufrühstücken, möchte ich sagen. Also, ne, wir haben so wirklich Kleinigkeiten hier und da gemacht. Ne, hier, wo die Kreuze sind. Und wir sind stehen geblieben an einer Stelle, wo wir nicht weitergekommen sind. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mich genau da ausgerechnet hingeforscht habe. Sprich, Musana. Ich glaube, das war Aufgabe und ich habe gesagt, wir ignorieren das. Daran möchte ich mich auch halten. Ich weiß nicht, ob wir gerade viel zu verkaufen haben. Jetzt würde ich einmal zum Händler. Quest, Verbesserung, Material, Ressourcen. Handelsgüter. Wir haben ein bisschen was gesneakt beim letzten Mal. Ich erinnere mich. Komm ich hier raus? Okay. Ich muss was essen, wenn ich das hier. Sollte aber auf dem Markt hier gar nicht sein, ne? Gerne. Hey! Das ist kein Busch, von dem ich das ausgehe. Also zwei Katzen wieder am Start, sehr gut. Ich wurde auf dem Markt. Kannst du dich nicht auf ihn drauflegen, bitte? Danke. Wenn ihr beide gleich abstürzt, ist es wieder schon. Ständig schon wieder weg. Man sollte meinen, die haben so ein generelles Gefühl. Geschätzte Besucher Batkas, dürstet es euch nach Wissen? Hungert ihr nach Entdeckungen? Nö, nein, eigentlich so gar nicht. Ich hungere nur nach Geld. Schön, dich zu sehen. Was gibt es heute bei dir? Sieh dich um. Ich habe immer Sorge, dass ich versehentlich auf dieses, auf das Aktivieren von Gedöns finde. Also, ne, ob ich dann Rabatte aktivieren kann. So Sachen, die habe ich eigentlich immer vorrätig. Köcher ist voll. Brauchst du was für deine Ausrüstung? Nö, ich bin eigentlich fein. Ich dachte, wir haben genug Elixiere, das ist ungewohnt. Davon will ich eigentlich ein paar kaufen. Ich mal so für 100. Abgemacht. War das erstmal alles? Ich gehe dann mal. Dann auf bald. Man kommt mit B gar nicht aus dem Gespräch raus. Ups. So. Das haben wir alles. Hier hatten wir auch alles. Hier ist noch eine Sache. Ah, das war das Krankenhaus, wo wir eh noch hin mussten. Ja. Ich erinnere mich. Ah ja, und hier waren die Ausrüstungsgegenstände, die wir nicht irgendwie gefunden haben, weil... Kann ich euch auch nicht sagen. Es ist halt. War halt einfach so. So, wir haben eine Ausrüstung. Wir haben hier ein Geheimnis. Wir haben Ausrüstungsgeschäft. Was war das hier nochmal? Kaufe Karten, um Fundorte von Ausrüstungstruhen, Rätsel und verlorene Bücher zu sehen. Und ich, Idiot, dachte, wir könnten das einfach so alles kriegen. Ich dachte halt, das wäre. Zeit hier. So. In die Richtung gehört das schon was. So. Ich würde allerdings, ich glaube... Oh, schön. Künstlerisch sehr gut. Kommen wir da rein? Im
Empfohlener Rang Attentäter, den haben wir, glaube ich, nicht, ne? Wir sind noch Lehrling. Ich finde das mit dem empfohlenen Rang auch sehr schön. Ich würde einmal zum Tor tatsächlich das mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Einfach. Und zwischendurch ein bisschen Auge aufhaben, ob wir irgendwo weit futtern können. Kannst du nicht alle beeindrucken mit deinen Bauchmuskeln, sondern einfach... Selbst wenn wir sind wir nicht in der Lage, sonst zu entkommen. Ne, wir laufen nicht. Ich meine, klar, war auch ein bisschen dumm. Die waren halt direkt vor meiner Nase, ne? Aber hey. Außerdem, die Wachen sind ein bisschen beschränkter als die anderen. Ich habe jedes einzelne Stadttor. Ist gut. Dem Schicksal entkommst du nicht. Hörst du das, Schweinehund? Was höre ich? Ich bin ein Elender, wollte ich schon. Sakura, ja hi, was geht, Kurakai, was geht? Ich kann Katzen-Content liefern. Da. Ich hab so einen kleinen Stand für mein Mini-Gold. Das ist eigentlich ziemlich nice, weil ich kann auch so schön so als möglich einen Winkel einstellen. Was geht? Dein Stream begleiten, das geht sehr. Ja, ja, danke schön. Naja, und Arbeit. Ach, Arbeit. Wo Arbeit? Ich kann sagen, dass ich eine Frage bekommen habe. Also, ich sage natürlich nicht, ich arbeite, habe ich vorher auch nicht gemacht. Aber ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn das passiert. Ich habe noch keinen Arbeitsvertrag gesehen, aber es heißt, es könnte bedeuten, dass ich meinen Job bald wechsle. So. Da vorne ist das. Ist es da nicht doch außerhalb? Das ist eine von denen, wo ich gar nicht mitkommen kann. Ich finde das so unnötig, ne? Und ich kann meinen Kopf nicht weiter in den Nacken legen. Fällt er runter dann? Virtuelle Katze streichen. Thron oder so da. Ich brauche mal eine Referenzzuschauer. Ja, das kann ich verstehen. Kann ich hier nach oben über das Ding zu gehen? Ja, kann ich. Und so die Aggro von hier. Jetzt bezahlt! Den einen Kollegen umgebracht. Gut, dass da keiner gesehen ist, wie ich geheilt habe.
Also ich glaube, das Rätselstück müssen wir uns noch ein bisschen aufheben. Also es ist tatsächlich, die Anzeige ist sehr akkurat, wo es ist, aber ja. Die runde Stadt ist halt eh noch sehr hochlevelig. Ich weiß nicht, ob ich die auf meiner Sammelsache jetzt hier komplett ausnehmen sollte. Hier sollte Lehrling eigentlich reichen. Und übrigens, ich porte mich nicht von da hinten nach hier, weil ich faul bin, das zu laufen. Ich habe auch keinen Bock, durch die Mauer zu gehen, die innere Stadt von der Äußeren drin. Ich meine, nur weil du heute leiser wirkst, das kann gut sein. Hast du das Gefühl, es ist immer noch leiser? Weil es lässt sich immer noch ändern. Ich habe hier noch so einen Regler, darin kann ich arbeiten und dann bin ich nochmal laut. Ich hatte mich gerade deswegen am Anfang ein bisschen leiser gestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob das vielleicht dem BOD hilft. Im Sinne von, dass ich dann da keinen Piepton mehr höre beim Aufnehmen, beziehungsweise beim Ausnehmen. Ich habe aber fast das Gefühl, es macht keinen Unterschied. So, Ausrüstungsgegenstände. Der Befehlshaber. Ort entdeckt? Das ist doch kein Ort. Das ist ein Mensch, hoffentlich. Ist es wieder dieses Kloster, wo wir nicht reinkamen? Nur noch so ein Synchropon? Nee, das hat nichts damit zu tun. Okay, aber übers Wasser zu gehen macht hier mehr Sinn. Was ist Phase hier? Ich meine, es ist Vor- und Nachteil, dass sie kein Level haben, ne? Zum Treppen benutzen, so wird jeder anders. Nicht pfeifen. Doch, ich habe gefiffen und mein hat es nicht gehört. Hey, was? Oh. Aber der, den ich anlocken will, der kommt irgendwie nicht, oder doch? Nee, doch. Ich gehe lieber zurück. Ich kann nämlich da hinten gehört haben und da nicht mehr. Komm her. Tja, immerhin aufregend. Seid bereit. Das wäre ein gutes Versteck. Wie tief die Großen gesunken sind. Warte! Das hat sein Kollege nicht gesehen. Interessant. Das kommt immer einer nach. Weißt du, der da schon steht, der kommt gar nicht mehr an. Da könnte was sein. Hey! Könnte? Der hinten wird einfach gar nicht mehr getriggert. Doch! Da kommt noch einer! Ich kann nicht mehr. Wie gut. Ist das jetzt der oder nicht? Ja, ich wusste es ja. Komm her. Ja, fein. Immer gründlich sein. Was? Toll. Machst du gut. Gibt's ein Maximum Anschlag, wie viel ich hier reinballern kann? Ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren. Ach, wir haben alle.
alle von hier weggezogen. Wie geil. I like.